Fürst Rainier von Monaco, der durch seine Ehe mit der amerikanischen Schauspielerin Grace Kelly den Glanz von Hollywood in den winzigen Mittelmeerstaat gebracht hatte, starb am 6. April 2005 im Alter von 81 Jahren. Rainier, der bis dahin Monacos Monarch war, starb um 6.35 Uhr, nachdem er einen Monat lang im Krankenhaus gekämpft hatte. Aus aller Welt kamen Beileidsbekundungen. Monaco, einst ein verblasstes Glücksspielzentrum, wurde durch Fürst Rainier in ein Milliardärsparadies verwandelt. Fürst Rainier und Grace Kelly haben Monaco auf der internationalen Bühne etabliert. Frankreichs größtes Boulevardblatt gab zu Ehren des Fürsten Rainier eine 40-seitige Sonderausgabe über die fürstliche Familie heraus. Rainier hatte den Zwergstaat in ein wohlhabendes Imperium verwandelt. Rainier von Monaco regierte das Fürstentum in Südfrankreich, das mit der Zeit zum Synonym für Reichtum und Glamour wurde. Und an seiner Seite stand seine Ehefrau, eine der schönsten Frauen der Welt. Rainier ging in Stowe, England, auf eine Privatschule und studierte in Frankreich. Im Jahr 1949 trat er die Nachfolge seines Großvaters Louis II. Als Fürst von Monaco an. Er war ein Geschäftsmann. Man erinnert sich gern daran, wie er beim Aufbau seines Imperiums sowohl den französischen Präsidenten de Gaulle als auch die Familie Onassis übervorteilte und Monaco in ein Steuerparadies für die Superreichen umgestaltete. Im Mai 1955, während der Filmfestspiele in Cannes, hatte das französische Boulevardblatt Paris Match einen Fototermin mit dem Fürsten und Grace Kelly arrangiert. Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, aber am Ende des Jahres wurde bekannt, dass die beiden verlobt waren. Sie heirateten, hatten drei Kinder und führten eine glückliche Ehe. Der Glanz von Grace Kelly übertrug sich auf Monaco. Fürstin Grazia Patrizia starb bei einem Autounfall. Rainier konnte ihren Tod nicht verwinden und blieb fortan allein. Er wurde neben seiner Frau begraben, in der Kathedrale in der Nähe des fürstlichen Palastes. Im Juli 2005 bestieg Fürst Albert den Thron von Monaco. Seine beiden Schwestern, Prinzessin Caroline und Prinzessin Stephanie, und die übrigen Mitglieder der Familie Grimaldi begleiteten ihn bei dieser Zeremonie. Als einzigem Sohn wurde dem 47-Jährigen die Regierungsgewalt übertragen, als sein Vater starb. Albert wurde sein Leben lang für diesen Moment erzogen, um die Arbeit seines Vaters fortzusetzen. Amen. Albert II, désormais, par la grâce de Dieu, Prince souverain de Monaco.